So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf der 3 Sterne. Ich war gerade noch im Hof und habe den Hänger geholt, weil ich vermute fast, dass wir mit dem letzten Baum in diesem Jahr, hoffentlich, also eigentlich müsste es der letzte Baum sein. Ich sehe zwar noch jede Menge Bäume, aber die sollte nicht weg. Oh, Glatteis. Immer noch Glatteis. Ja, wir sind immer noch nachts dran, aber es ist der letzte Baum. Und ich bin happy. Ja. Aber ich schätze mal, wahrscheinlich werden wir mit dem Hänger nicht hinkommen. Der ist doch was groß. Also der ist wirklich männlich. Sagen wir es mal so. So, Partybeleuchtung ist vorne immer noch an. Ich stelle mich jetzt auch so ein bisschen abseits da dran, dass wir noch ein bisschen mehr beleuchten können. Aber normalerweise müsste es auch so schon reichen. So, ihr seht es schon. Da liegt er. Der letzte Baum dies Jahr. Unfassbar. Und was ein Trümmer. Was geht da hinten noch weiter? Hammer, das Ding. Was ein Trümmer. Ich habe vernünftig rauspulen können. Der stand ja hier vorne direkt. Hier hinter dem Holzding. Der hier quasi. Ich habe echt vernünftig rauspulen können, zum Glück. Das war schon mal sehr, sehr positiv. Es ist noch ein Baum jetzt hinzugekommen, weil ich halt, wie gesagt, dachte, ja, also mit dem Baum wird der Hänger auf jeden Fall. Oh, Sekunde. Hätte ja auch mal jemand sagen können, dass die Kamera aus ist, verdammt. Warum habe ich den ausgemacht? Also, vor allem wann? Naja, auf jeden Fall. Hi. Riesenbaum. Und ich dachte, ja komm, also dann wird er auf jeden Fall zu voll. Hab noch die kleinen Äste und alles da hinten reingeschmissen und so. Und ja, dann waren es halt plötzlich 73% und ich denke mir so, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Aber okay, deswegen habe ich nur noch den Hänger geholt, damit ich halt mit dem großen Hänger nicht nochmal schnell fahren muss und den leer machen muss. Müsste auch so gehen. Wo sibbeln, genau. Wo säbeln wir denn jetzt ab? Ich glaube, hier vorne könnten wir den absäbeln. Ich habe beim Xbox Controller, weil ich nutze ja immer den Controller, noch keine Taste fürs Knien gefunden. Aber okay. Geht ja auch so. Ja. Dann säbeln wir hier, glaube ich, wieder ab. Und ziehen den dann gleich nochmal ran. Ne? Nochmal ein Stück. Ich denke mal, das sollte gehen. Ich wollte den Baum eigentlich erst auf der anderen Seite reinschmeißen. Also ziehen. Aber dann habe ich gesehen, oh, der ist so ein bisschen lang. Das haut nicht hin. So, wir nehmen, glaube ich, es am besten direkt das Ende. Weil wir jetzt hier einmal stehen, sehe ich gerade. Irgendwo da. Irgendwo da. Ui. Das meine ich. Man vertut sich da sehr, 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 sehr schnell. Weil das ist ja eigentlich quasi schon ein Baum von der Länge her. Also zum Abschluss nochmal wirklich ein Monster. Ich muss jetzt gerade an den Song von Culture Candela denken. Also, ich sag mal so, ja. Geil. Schön auf jeden Fall nochmal zum Abschluss sowas genießen zu können. Den letzten Baum, die letzten Stücke. Wirklich ein großes Vieh. Da lohnt sich das Ganze dann doch nochmal. So, mal gucken, was hier rauskommt. Ich kann auch nicht genau sagen, ob ich auch mit dem kleinen Hänger hinfahre und verkaufen. Vielleicht kippe ich das auch noch zu den anderen Hackschnitzeln. Problem ist nur, ich habe eben schon mal geguckt, also es ist echt eine Menge, was da an Hackschnitzeln liegt. Das werde ich das ganze Jahr nicht verbrauchen. Das weiß ich jetzt schon. Und dann wäre das auch irgendwie schade ums Geld, ne? Naja. Müssen wir mal gucken. Aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. So rum. Ich muss gerade echt überlegen. Ich denke, passt nicht.
So. Ja, da muss ich nochmal ansetzen. Das kriegt ja das Band auch. Aber. Wie gesagt, wir haben es endlich geschafft. Ich bin mehr als happy. Ich konnte es zum Schluss echt nicht mehr sehen. Also, auch wenn ich schon da echt viel geschafft hatte, aber es war so zeitweise, wo ich mir dachte, nee, nicht noch mehr. Nicht noch ein Baum. Nicht noch mehr Geld verdienen. Aber es ist echt was zusammengekommen, ne? Ich hoffe mal, das reicht auf jeden Fall noch für den Drescher. Es klingt jetzt doof, aber wir wollen ja noch die Produktion starten. Saatgut, Dünger auf jeden Fall. Ich glaube, für Biodiesel reicht es dann nicht mit dem Drescher. Und das ist das Problem. Das müssen wir dann mal gucken. Aber ich glaube, so viel Diesel brauchen wir auch gar nicht. Also, und es sollen halt noch Felder ran. Es sollen noch Schweine eigentlich ran. Es sollen eigentlich Kühe auf jeden Fall noch ran. Das wird alles im Leben nicht passen. Mit der Kohle jetzt. Also mit 500.000 kannst du da auch nicht so viel reißen. Ich kann es natürlich auch wieder so machen, dass ich dann einen Drescher miete, aber. Nee. Wir haben noch die Kohle von der Silage. Ich hoffe mal, dass ich darüber vielleicht ein paar Kühe oder so kriege. Weil mit der Kohle, die wir jetzt haben, die 500.000, davon wollte ich 180.000 auf jeden Fall für Dünger und Saat investieren. 90.000 kostet eine Fabrik. Passt das? Nicht abfallen. Wage es dich. Ich hab's gewusst. Naja. Jetzt können wir uns auch vernünftig umstellen. Also, wie gesagt, 180.000 für Dünger Saatgut. Dann sind nur noch 300.000 übrig. Von den 300.000 müssen auf jeden Fall Felder gekauft werden. Ich wollte auf jeden Fall ein großes holen. Und ich wollte ja 1, 2, 3 oder so holen, ne? 1, 2, 3, 4. Genau. Die sind auf jeden Fall auch noch dran. Also, ich bin mal gespannt, ob es reicht oder was davon reicht, was man davon holen kann. Ist auf jeden Fall, ich sag mal so, es hat sich gelohnt, das jetzt zu machen mit dem Holz. Die ganze Arbeit. Und das ist ja eigentlich das Schöne. Wenn sich das halt rentiert hat, dass es dann halt auch Sinn macht, das zu machen. Ne? Wenn man jetzt bedenkt, ich spiele das ganze Spiel auf hart. Auf schwer. Die Preise sind dementsprechend. Dann hat sich das auf jeden Fall. Also dann weiß man, was man getan hat. Sagen wir es mal so. In-game. Es hört sich immer so an, als würde ich hier arbeiten. Also, ich meine, das soll doch Spaß machen. Aber bei dem Spiel ist es einfach so. Also es gibt Sachen, die macht man gerne. Es gibt Sachen, die macht man nicht so gerne. Aber durchgehend nur Holzarbeit. Der Forstwirtschaftssimulator war jetzt auch nicht so ganz meins. Bin ich ganz ehrlich. Ei. Ein Glück, dass ich das gerade gesehen habe. Ihr habt es wahrscheinlich schon längst gesehen. Hier liegen noch Baumstämme über Baumstämme und die Karre ist voll. Unverschämtheit. Aber ich habe es rechtzeitig gesehen. Gesehen, nein, nein. Oh. Gesehen, weil, jetzt kommt's, der Jens, ne? Unser bester Freund heute, weil der hat wirklich eine mega Arbeit geleistet, die ganze Saison. Der Jens ist nämlich gerade mal 60% voll. Das heißt knapp 3000 Hackschnitzel. Das heißt, das geht noch. Ne? Er hat Schwein gehabt. Aber ich glaube, hier kriege ich auch nicht alles rein. Das macht mich jetzt gerade nicht happy. Ne?
So ist es halt. Ey. 30% voll nach 3000. Das wird nicht reichen. Beim besten Willen nicht. Nee. Naja. Der Wille zählt irgendwie, also, war das? Ich hab's zumindest versucht. Ich sitze hier auch echt gerade wie Arsch, weil ich gespannt bin, wie es aussieht. Weil das müsste ja noch klappen. Also ich bin da echt zuversichtlich. Rums, 86%. Kann ich vergessen. Kann ich sowas von vergessen. Ich fahre das Zeug, glaube ich, schnell weg. Weil allein der Baum ist ja schon mehr. Das gehe ich schnell lagern und den Rest werde ich dann nachher wegfahren. Abkippseite rechts. Also hoffe ich doch mal, dass ich dann auch richtig ranfahre. Ja, also ich muss sagen, hat schon irgendwie Spaß gemacht. Ich bin nicht mehr ganz so negativ eingestellt auf Forstwirtschaft. Es hat schon was gebracht. So ist es nicht, ne? Ich bin zwar jetzt auch kein Ultra-Fan davon, aber war schon okay. Wir haben jetzt noch 4 Minuten Zeit, von daher geht das schon. Es hat aber echt viele Folgen gefressen, einfach nur das Holz zu machen. Ich versuche es erst gar nicht. Ich wollte jetzt eigentlich durchfahren. Ich fahre hier einfach so ein bisschen ran. Und wenn es nachher noch halb auf dem Hof hängt, warum der Berg hier entstanden ist, habe ich das schon erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Ich war so schlau und habe das Lager erweitert. Habe aber vergessen, dass die Schneemaske noch drauf ist. Und wollte das ja dann erst rausschieben, dann ging es nicht. Dann konnte ich sie noch reinschieben und jetzt ist da so ein dicker Spalt mit Schnee. Deswegen wird er noch ein bisschen länger da liegen und dann muss ich halt warten, bis der Schnee komplett weg ist und dann kann ich das alles reinschaufeln und das wird schon sehr viel Arbeit, weil ich schätze mal 120.000 werden es ja schon sein, die da vorne liegen. Also es wird spannend, wie das klappt. Ihr werdet es sehen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich gebe mein Bestes. Ich glaube, mit dem Silageschild wird das nicht funktionieren mit dem Hackschnitzel. Die Halle war jetzt auch nicht die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, aber nicht die schlechteste. Die ist schon super. Und die ist halt nicht zu groß. Weil es gibt noch andere Hallen, die sind wirklich groß. Die brauchen auch dementsprechend Platz. Aber das werde ich so halt nicht verwirklichen können. Umsetzen können. So, mal gucken, ob ich den so runterfahren kann. Ja. Ja, es passt. Geht doch. Ist schon okay so. Gut, dann hieven wir das letzte Stück daran. Ich sage, ein paar Bäumchen sind ja übrig geblieben, die halten uns noch für den Sommer. Die können auch noch ein bisschen trocknen. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft mit dem Jahr. Das heißt schon wieder. Endlich. Eigentlich wollte ich in das Video jetzt noch ein bisschen die Hofaufräumaktion zeigen. Aber das nächste Video wird sein, wenn Frühjahr ist. Einfach der Genugtuung, dass es wirklich ein sehr erfolgreiches Jahr war. Und lasst euch nicht von der Anzeige jetzt beirren. Das Zeug fahre ich jetzt schnell weg. Dich halte ich mal an. Dich machen wir mal aus. Eigentlich müssten wir dich auch zumachen, aber dann muss ich halt wieder ranfahren. Ich gehe das Zeug hier verkaufen. Mach nochmal ein Foto, ein Screenshot von dem gesammelten Werk hier. Ich glaube, so sieht man noch ein bisschen was. Es ist alles runter. Wirklich alles, was ich schaffen wollte hier.
Und damit bedanke ich mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal im Frühjahr. Macht es gut, ne? Ich muss aber gucken, wie das hier mit der Aufnahme ist, weil die Kamera, wenn ich so mache. Oh, klappt auch. Okay, wusste ich jetzt nicht, aber okay. Ich wünsche euch was, ne? Und sag bis zum nächsten Mal, dann ist der ganze Krempel hier weg. Dann schauen wir uns das mal im Frühjahr an, wie das aussieht.